Moinsen Jungs und Mädels und willkommen zu einem neuen Video unserer Karriere. Heute mit dem sechsten Teil bei Curitiba FC. Das erste, was ich hier direkt mal erledigen werde, ist, mir wurde in den Kommentaren geschrieben, dass ich einen Scout kaufen soll und losschicken soll. Das hatte ich aber schon getan. Ist mir nämlich dann eingefallen, dass ich in der Transferphase mir schon einen geholt hatte, den ich dann nach Venezuela geschickt habe. Noch einen brauche ich auf jeden Fall nicht. Deswegen ist das auch schon mal erledigt. Wir gehen hier direkt mal schauen, welche Spiele wir diese Folge spielen und welche wir simulieren. Wir haben hier einmal Atletico, wo wir simulieren werden. Dann das riesige Derby gegen Atletico Paranaense werden wir auf jeden Fall spielen. Unheimlich wichtiges Spiel. Auswärts gegen Fluminense, die sind auf dem zweiten Platz. Das werde ich auch spielen. Und gegen Curitiba werde ich auf jeden Fall dann simulieren, da sie, ich glaube, auf dem neunten Platz sind. Ein bisschen hinter uns. Auch wenn das normalerweise ein sehr starker Verein ist. Aber ich habe ja gesagt, pro Episode zwei simulieren, zwei spielen. Und so werde ich mich festlegen. So, Team ist fertig. So werden wir gegen Atletico spielen. Sollte auf jeden Fall kein schwieriges Spiel werden, da sie auf dem letzten Platz sind. Hoffen wir einfach mal, dass wir hier was mitnehmen. Drücke ich mal auf Simuliere und auf geht's. Oh, sehr starker Angriff. Und da steht es auch schon 1:0. Muniz macht die Bude. Also ich denke jetzt mal, dass es kein schwieriges Game wird. Deswegen werde ich mal zum Ergebnis vorspringen. 3:1 heißt es am Ende. Sarafione macht noch einen Doppelpack. Hoffen mal, hat sich keiner verletzt. Nee, gab auch keine rote Karte. Ist auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht für unser nächstes Game. So, ein Jugendspieler möchte weg. Estevao Armos. Den werden wir auf jeden Fall dann auch hochberufen. Der hat unheimlich geile Werte. Sprung 82. Finde ich unheimlich interessant. Ich glaube, genau, den trainiere ich gerade noch auf Linksverteidiger, weil er 1,82 ist. Nicht sehr langsam. Und da wir auf der Linksverteidigung keinen haben für die spätere Zeit, denke ich mal, ist es eigentlich ein ganz guter Spieler. Werden ihn auf jeden Fall mal zu den Profis befördern. Mal schauen. Vielleicht kriegt er ja die ein oder andere Einsatzzeit schon. Muniz hat Knipser-Entwicklung fertig gemacht. Bam, dann machen wir hier irgendwas, wo er schwach Fuß trainiert. Dann machen wir hier kompletter Stürmer rein. Und da will der nächste Jugendspieler seinen Vertrag auflösen. Dieses Mal Eduardo Toledo. Ist frech von den kleinen Zigeunern. Der hat vielleicht nicht so viel Rating mit 49, aber 5 Sterne schwacher Fuß sieht ganz interessant aus. Ist auf jeden Fall nicht der kleinste. Sollte ein sehr brauchbares Potenzial haben. Den nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Zur Not leihen wir ihn einfach aus in der Rückrunde. Denke ich mal, wäre gar nicht so doof. So, da haben wir ein paar Spieler, die unseren Verein verlassen haben. Da wir jetzt am, ich glaube, 1. Juni sind. Wililson hat unseren Verein verlassen. Mora hat unseren Verein verlassen. Genau. Rodolfo, die ganzen Spieler haben Verein verlassen. Transfermarkt ist eröffnet. Also könnt ihr auch direkt unter dieser Folge Spieler reinschreiben, die ich kaufen soll. Wird mich auf jeden Fall auf viele Kommentare freuen. Den nehmen wir hier mal mit. Wie schon in den ersten Folgen gesagt, am liebsten wäre es mir, wenn ihr mir ein paar Brasilianer reinschreibt, weil es am realistischsten ist in der Karriere. Aktuell gibt es eigentlich nicht viel Verbesserungspotenzial. Mannschaft sieht sehr gut aus. Position, die ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, die man verbessern kann, ist der Flügel. Da haben wir nämlich nur Nailton mit 27 Jahren, Cerruti mit 29 Jahren und Rafinha mit 37 Jahren. Bin ich ein bisschen sehr alt. Vielleicht kann man da einen geilen, talentierten Brasilianer sich holen, der vielleicht um die 65 Rating hat. Gute Geschwindigkeit und vielleicht so ein ungefähr 80er Potenzial. Können wir sich auf jeden Fall gut was holen. Daraufhin gehen wir hier erstmal in die Pressekonferenz für das Spiel gegen Atletico. Dann gehen wir auf jeden Fall mit der besten Elf in dieses Spiel rein. Werde mal auf der Bank ein neues Gesicht reinstellen mit Armos. Wer weiß, vielleicht kommt er ja heute zum Zuge. Wie groß ist er eigentlich? 1,82. Ja, es könnte auch mal in die IV gehen. Sonst steht alles. Auf geht's ins Spiel. Tudo pronto. Batalha pelos 3 pontos. Vamos ver o que os treinadores preparam. Super ofensiva. Jogo movimentado para quem... Time definido, empurrado pela galera. Olho na tela. E o outro lado, jogando fora de casa. Para quem sabe que foco total na marcação do meio campo. Total, para garantir o controle do meio de campo. Legais da minha carreira foi ter vivido. Und auf geht's zu Hause gegen die Erzrivalen aus Paraná. Und Giovanni Augusto zieht ihn in die Mitte und schießt ihn mit Längs ins lange Eck. 1:0 nach gerade mal 3 Minuten. Das wird ein unglaubliches Spiel. Atlético Paranaense über den Flügel, zieht in die Mitte zu Jorginho, in den Rückraum zu Richards, der Pedrinho sucht, der den Schuss möchte. Und es steht 1:1 nach 9 Minuten. Was ein wilder Anfang. Augusto spielt auf Cerruti, der am zweiten Pfosten Spieler sieht. Nailton hält ihn drin. Und Rodrigo Augusto
mit dem Auge eigentlich für Nailton, der ihn aber nicht bekommt. Ramirez mit einem überragenden Ball zu Cerruti. Keiner ist im Zentrum. Er probiert ihn in Rückraum zu spielen. Ramirez zu Muniz auf Nailton. Nailton schafft es nicht zu Muniz und er haut ihn daneben. Unglaublich. Achtung, der Konter von Paranaense kurz vor Halbzeitschluss in Rückraum zu Abner. Ball kommt zu Jorginho, der aber am Abseits stand. Und da man Halbzeitspfiff 1:1, unheimlich umkämpftes Spiel. Ramirez wird dafür auch rauskommen. Für Martinez, für ein bisschen mehr Solidarität in der Defensive. Auf geht's in die zweite Hälfte. Nailton mit dem Ball nach vorne. Atletico Paranaense aber mit einer riesigen Druckphase. Curitiba schafft es nicht. Und sie kommen zum Abschluss. Alex Muralla hält ihn. Unglaublich. Achtung, sehr starker Ball auf Leo Cittadini. Was ist in der zweiten Halbzeit los? Curitiba kommt gar nicht zum Zugriff. Atletico Paranaense hat bis jetzt die kompletten 15 Minuten dominiert. Jetzt der Konter. Vorne geht Sarafione. Sarafione hat alles vor sich. Zieht ihn in die Mitte, möchte ihn aufs Kurze schießen, aber kommt es nicht hin. Unheimlich schwach verteidigt von Nailton. Kriegt es einfach nicht hin. Nein, und da steht es 1:3. Unglaublich, komplett offen. Renato Kaiser muss nur noch reinlupfen. Miranda, komm, nach vorne, auf Nailton. Nailton sucht Felipe Augusto. Im Rückraum steht aber keiner. Ramon Garcia macht es 2:3. Jetzt haben wir nur noch 5 Minuten mit Nachspielzeit, dieses Spiel noch mindestens auf ein Unentschieden zu drehen. Miranda, jetzt vorne hin. Nathan, auf Ramon. Giovanni Silva. Und damit sollte es durch sein. Sie greifen an und es steht 2:3. Was ein trauriges Spiel. Eins der schlechtesten 90 Minuten, die wir in der kompletten Spielzeit von Curitiba gesehen haben. Und es tut doppelt weh. Nicht nur, dass die 3 Punkte flöten gegangen sind, sondern auch noch, dass es gegen die Erzrivalen aus Paraná war. So, da sehen wir es. Wir sind auf dem 5. Platz. Mit diesem Sieg können wir wieder ganz hoch auf den 2. rangehen. Müssen auf jeden Fall mit der absoluten Top-11 ran. Machen da auch noch ein paar Änderungen. Miranda hat mir nicht so gut gefallen. Da gebe ich Ben Armos eine Chance in der Innenverteidigung, sich zu beweisen. Im Mittelfeld. Ramirez bleibt, aber Sales kommt raus für Martinez. Und im Sturm wird die Erfahrung zeigen mit Oliveira. Gucken, ob das heute was wird. Geht's gegen Fluminense im Maracanã. Was war denn das jetzt? Wo stand ein Muralla da? Was ein Scheißtor. Unglaublich, was ist denn hier aktuell los? Sind wir in der Krise oder was? Schaut euch das mal an. Er spielt nach oben. Er rennt einfach nur durch. Wo steht denn da Muralla auf dem ersten Pfosten oder was? Was erwartest du denn? Schau, was ist denn das für ein Winkel? Unglaublich. Ich glaube, unser Torwart braucht mal eine Auszeit. Achtung, Fred, Nailton, Curitiba wird absolut hinten reingedrückt. Wir kriegen gar nichts hin. Und das war doch kein Elfmeter, Schiri. Das war auf der Linie. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, beste Kamera, Alter. Aber ich weiß eh, der schießt nach links. Jawohl, Alex Muralla. Unglaublich. Rettet er hier uns nochmal.
Da ist der Fehler aus dem ersten Tor wieder ausgeglichen. Ein schöner Konter. Leute, rennt doch fucking nochmal mit. Nailton, sehr stark in die Mitte. Auf Giovanni. Giovanni sucht Cerruti. Unglaublich, Halbzeit. Curitiba bekommt nichts auf die Reihe in diesem Spiel. Fluminense spielt sie zu Hause an die Wand. Und damit gehen wir in die zweite Halbzeit. Nailton in Rückraum auf Martinez. Martinez findet Augusto, der ihn aber rüberbolzt. Sehr stark, Ramon Martinez, sehr hoch aufgeholt. Oben geht Cerruti, starker Ball auf Cerruti. Cerruti spielt ihn zurück auf Augusto, der haut ihn ins kurze Eck. Und auf geht's, 30 Minuten über und sie wollen dieses Spiel noch auf ihre Seite drehen. Es war kein Abseits. Unglaublich, damit gehen wir in einen absoluten Taktikwechsel. Dreierkette, schauen, ob das besser funktioniert. Weil so wie es aussieht, hinten funktioniert gar nichts aktuell. Cerruti, der ein absolut schwaches Spiel macht, geht raus. Starafione kommt rein. Auf geht's in der Dreierkette. Sehr schwach und du Rentner willst kicken. Junge, du kannst absolut nach diesem Spiel nicht einmal nur dran denken, dass du irgendwie zum Zug kommen wirst. Muralla hat ihn. Aufbauspiel durch Ramirez. Oben rennt Kensu. Kensu geht. Kensu geht. Auf Ramirez, der im Rückraum Nailton sucht. Der Oliveira findet, den nur noch reinschieben muss. Was ein verrücktes Spiel. Auf ausgeglichen wieder. Nailton auf Martinez, der Muniz findet. Muniz muss vorne rein. Ramirez findet Nailton mit einem überragenden Ball. Nailton muss ihn nur noch ins lange Eck bolzen. Und da ist das Ding. Wer hätte erwartet, dass Curitiba so zurückkommt in diesem schwachen Spiel? Unglaublich, wie Ramirez diesen Laufweg von Nailton gerochen hat quasi. So, jetzt wird verteidigt. Sehr stark, Nathan holt sich den Ball zurück. Oben geht Rodrigo Muniz, der Mann! Miranda kommt nochmal für die Erfahrung hinten rein. Nathan Silva, jetzt müssen sie es nur noch ruhig runterspielen. Ben Amos, der ein überragendes Spiel macht. Sieht vorne Nailton. Nailton bekommt ihn auch. Muniz mit einem unglaublichen Ball auf Sarafione. Sarafione legt ihn vorbei und Mourinho mit einer Glanztat in der letzten Minute. Unglaublich, wie er ihn jetzt zurückzieht. Und Muriel mit einer reaktionsstarken Parade. So, letzter Spielzug des Spiels. Nailton mit der Flanke in die Mitte. Miranda steht da, kommt aber nicht ran. Und der Abpfiff ist da. Nach einem unheimlich komplizierten Spiel gegen Fluminense schafft es Curitiba nach einem Taktikwechsel auf eine Dreierkette mit einem 3:2-Sieg hier rauszukommen. Und das war's mit dieser Folge, meine lieben Freunde. Wir beenden diese Folge noch auf dem zweiten Tabellenplatz. Eine Menge Glück dabei. Schreibt ganz gerne jetzt in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Lasst ein Like da bitte. Schreibt rein, wen wir holen sollen. Also ich bin ganz klar der Meinung, wir brauchen Spieler auf dem Flügel. Cerruti ist nicht immer das Beste. Nailton macht es auch nicht immer super klasse. Ich werde mir auf jeden Fall auch in der Zeit offline eine zweite Taktik mir überlegen mit einer Dreierkette. Ich denke, die sehr gut funktionieren könnte. Und das war's. Habt einen schönen Abend noch und ciao.